Guten Abend aus Berlin. Ich habe heute einen Gast, der jetzt etwas ganz Exklusives zu vermelden hat. Ich denke, Sie kennen den Gast. Das ist Professor Dr. Max Otte, Bestseller, Autor und Wirtschaftswissenschaftler. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Professor. Tag, Herr Reitschuster. Herr Professor, Sie werfen Ihren Hut in den Ring. Sie wollen Vorsitzender der Werteunion werden. Was hat Sie dazu bewegt? Ich bin ziemlich von Anfang an dabei bei der Werteunion und es ist etwas ruhig geworden um die Werteunion und die Zustände im Land haben sich eher verschlimmert. Ich glaube, dass unsere Gruppierung, unsere Vereinigung einen Vorsitzenden braucht, der also auch den Stürmen widerstehen kann und der tatsächlich dann auch was bewegen kann. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es nochmal und werfe zumindest meinen Hut in den Ring, um den Vorsitz zu kandidieren. Wir haben ein offenes Rennen und haben mich dazu entschieden, es zu machen. Sie haben gesagt, angesichts der Zustände, was meinen Sie mit diesen Zuständen? Was bewegt Sie besonders? Was ist für Sie? Ja, wir haben ganz klar nicht mehr demokratische Zustände. Man darf ja noch nicht mal davon reden, dass man diktaturähnliche Zustände hat. Dabei haben wir das. Diktatur war ja nicht immer ein negativ belegter Begriff. Im Römischen Reich hat man Diktatoren gewählt, um in Ausnahmezuständen eben die Republik zu führen. Da hat man mal kurzfristig die Demokratie ausgeschaltet, die Volksherrschaft. Und das haben wir jetzt, ob man das dann positiv oder negativ bewertet, ist was anderes. Wir beide, glaube ich, sehen es eher negativ. Aber, und ich sehe es sehr negativ, dagegen möchte ich angehen. Und das muss eben auch deutlich gesagt werden. Wenn man das heutzutage sagt, wird man sofort natürlich von Blogs runtergeschrieben, man wird diffamiert. Aber natürlich sind Grundrechte ausgeschaltet und das sind diktaturähnliche Zustände. Und das können wir uns nicht erlauben in diesem Land. Ich bin ja da immer sehr polemisch und ich sage, in den meisten modernen Diktaturen sind die Grundrechte nicht so eingeschränkt wie bei uns, zumindest die nichtpolitischen Grundrechte. Und da differenzieren ja viele überhaupt nicht. Aber in den modernen Diktaturen können Sie im Normalfall ruhig ins Restaurant, Sie können in den Sportverein und Sie können sich treffen mit wem auch immer Sie wollen, wenn das nicht politisch motiviert ist. Und wahrscheinlich ist es deshalb auch so ein großes Tabuthema, weil das eben so schmerzhafte Bereiche sind. Aber Herr Professor Otte, was treibt Sie an? Warum bringen Sie diese Energie auf? Man könnte jetzt auch einfach sagen, mein Gott, ich resigniere angesichts all dessen, was hier geschieht. Na, ich glaube, ich habe schon einiges abbekommen im Laufe der letzten Jahre für mein Engagement. Ich weiß, was auf mich zukommt und ich kann mich vor die Mitglieder stellen. Also wenn Mitglieder Initiativen haben, dann kann ich sie schützen durch meine Person. Ich kann das Feuer zum Teil auf mich ziehen. Das ist, glaube ich, wichtig, sodass wir Mitgliederenergien mobilisieren können. Denn es sind immerhin an die 4000 Mitglieder und die Energien sind in den letzten Jahren nicht immer optimal genutzt worden. Es ist auch still geworden um die Werteunion. Ich glaube, es ist ein unglaubliches Potenzial innerhalb der Werteunion, da was zu bewegen. Die CDU ist im Moment tatsächlich zum größten Teil eine Funktionärspartei geworden. Das hat Angela Merkel geschafft, die ja in einem sozialistischen Regime sozialisiert wurde und das auch aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht nie abgelegt hat. Sie hat uns alle lange getäuscht. Sie geht jetzt. Sie hat ja durch die Blume angedeutet, dass sie sich im Kanzleramt eine ökologische Partei wünscht oder eine Partei, die Ökologie ernst nimmt. Diese Andeutung kann man so oder so sehen. Ich sehe sie so, dass sie tatsächlich nicht böse wäre, wenn die Grünen die Macht übernehmen. Aber das ist ihr Geheimnis. Aber ich sehe das so. Also wir haben eine CDU, die natürlich sich rundum erneuern muss. Ich glaube auch, dass viele Funktionäre und ich kenne natürlich einige Bundestagsabgeordnete schlichtweg Angst haben um ihre Jobs, um ihre Posten. Politik ist ja zum Beruf geworden. Parteien sind zu Funktionärsparteien geworden. Da muss man natürlich Mut machen und sagen, die Basis tickt anders. Es gibt viele in der Basis, die bürgerlich ticken. Herr Laschet hat gesagt, man brauche keine Werteunion, die spaltet. Nein, wir spalten ja nicht. Das Land ist ja gespalten. Wir sprechen die bürgerlichen Sorgen aus, die viele bewegen, die auch viel mehr in der Basis bewegen, als es oben in der Politik ankommt. Und diese Sorgen brauchen ein Sprachrohr und wir brauchen eine Werteunion, die partizipativ geführt ist. Ich habe mehrere Unternehmen aufgebaut. Ich weiß, wie man Teams managt und wie man zusammenarbeitet. Die Politik ist nochmal was Besonderes. Da habe ich mich bislang sehr, sehr ferngehalten, weil ich nämlich in einem politischen Haushalt aufgewachsen bin. Ich habe mit 12 Jahren die ersten Flugblätter für die CDU verteilt, für meinen Vater, der Bürgermeisterkandidat war. Ich weiß, wie in der Politik gearbeitet wird. Das ist alles zum Teil sehr zäh, manchmal nicht sehr schön. Deswegen habe ich es auch bis jetzt vermieden und jetzt aber steige ich in den Ring.
Die CDU, da tun sich ja erstaunliche Dinge. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, auch der Küstenkommunist genannt, Herr Günther, der hat jetzt tatsächlich indirekt dazu aufgerufen, dass man in Südthüringen nicht die eigene Partei wählt, wegen Herrn Maaßen. Das sind Dinge, das hätte ich mir früher nicht vorstellen können, so in einer Partei. Also, dass ein Regierungschef einer Partei dazu aufruft, dass die eigene Partei nicht gewählt wird, bin ich da zu kritisch? Was ist denn da los? Ja, eigentlich gehört da ein Parteiausschlussverfahren hin. Das gab es früher in der Bundesrepublik nicht. Und Herr Maaßen ist ein hochverdienter Mann. Es gab erwiesenermaßen keine Hetzjagden in Chemnitz. Dieses eine kurze Video der Antifa-Zeckenbiss, das ist ja alles aufgeschrieben worden, war von einer Teilnehmerin aus dem Zug heraus. Und es war ihr Mann und Hase, du bleibst hier, war ja dann das Sprichwort. Es gab diese Hetzjagden nicht. Herr Maaßen ist geschasst worden dafür, dass er das gesagt hat. Ich habe guten Kontakt zu Herrn Maaßen. Er ist ein hochverdienter, hochintelligenter, ehrenwerter Staatsdiener, der auch jetzt ja nochmal seinen Hut in den Ring wirft für die CDU, für seine Partei, der er lange angehört. Ich gehöre übrigens seit 1991 an. Ich bin erst zu Ende meines Studiums dort eingetreten, nachdem ich von einer Förderung durch die Adenauer Stiftung während meines gesamten Studiums profitiert habe. Ich habe dann gesagt, ich will zwar in dieser Partei keine Karriere machen, ich will kein Politiker werden, aber ich gebe was zurück, ich werde Mitglied, stilles Mitglied. Das bin ich seitdem geblieben und ich bleibe in dieser Partei. Es gibt immer wieder Frustrationen, dass man austreten will. Wenn ich dann Funktionäre wie Herrn Günther höre, der müsste austreten, der gehört nicht in diese Partei, wenn er so unsolidarisch ist. Ich meine, was hat er geleistet im Vergleich zu einem Hans-Georg Maaßen? Das ist wirklich erschütternd und es ist auch nicht mehr gut auszuhalten, was da passiert. Aber es passt in die Diagnose, dass die Parteien sich erneuern müssen. Und ich meine, die CDU ist jetzt wieder ein bisschen im Aufwind. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber sie erntet natürlich die Resultate von 15 Jahren plus Merkel. Also es sind ja noch mehr mittlerweile. Und den vielen, vielen Fehlern, die gemacht wurden. Und das so einfach zu übergehen, das geht nicht. Und bestimmte Kreise in der CDU wollen aber eher noch einen draufsatteln und noch mehr Richtung Grün gehen. Da zählt für mich der Herr Söder dazu, da zählt für mich Herr Günther dazu, da zählt für mich Frau Merkel dazu, da zählen für mich andere dazu. Bei Herrn Laschet, ich glaube, wenn man ihm Rückendeckung gibt, da hat sich ja auch etwas distanziert von der Werteunion, aber ich denke, wenn man ihm Rückendeckung gibt, der ist natürlich auch in dieser Partei aufgewachsen und sozialisiert, dann kann man ins Gespräch kommen. Wir haben ihn natürlich eingeladen zur Werteunion, wir wollen ins Gespräch kommen. Mal schauen, ob das klappt. Ja, da taucht dann fast die Frage auf, warum sind Sie noch in der CDU? Viele sagen Ihnen ja AfD-Nähe nach. Was hält Sie in der CDU? Warum, und wie stehen Sie zu dieser Aussage, dass Sie AfD-nah seien? Ich bin ein freier Bürger. Ich habe mich mit Leuten aus der AfD getroffen als Vorsitzender des. Ganz schlimm, wie ich. Das ist ja, damit sind Sie ja schon fast ein Ketzer. Da kann man ja heute den Ja, Beruf da stehe ich verlieren, wenn aber man voll sich auch dazu. tut. Ich hab mich natürlich mit AfD-Politikern getroffen. Ich habe zweimal im Bundestag auf Einladung der AfD-Fraktion gesprochen. Einmal zur Geopolitik, zu meinem Buch Weltsystemcrash, was ja von der ARD diffamiert wurde, sich trotzdem 80.000 Mal verkauft hat. Einmal zur sozialen Frage, die für mich sehr wichtig ist. Wir haben eine neue soziale Frage in diesem Land. Das sind detaillierte Fachvorträge, die finden Sie im Netz. Ich habe natürlich viele Kontakte. Es waren auch AfD-Politiker auf dem neuen Hambacher Fest. Ich habe da keine Berührungsängste. Es gibt in der Werteunion eine Frankfurter Erklärung, dass man sich abgrenzt. Wir müssen das konkretisieren. Ich weiß nicht, was man darunter versteht. Also das heißt zunächst mal für mich, so wie ich die Erklärung lese, keine Kooperation. Als Vorsitzender, als potenzieller Vorsitzender der Werteunion habe ich dann natürlich dann eine besondere Verantwortung diesen Beschlüssen gegenüber unseren demokratischen Prozessen. Aber grundsätzlich als freier Bürger hatte ich keine Kontakt- und Berührungsängste. Und die lasse ich mir als Bürger auch nicht nehmen. Als Funktionär ist es wieder was anderes. Da hat man natürlich auch die Regeln der Organisation zu befolgen und die Beschlüsse, in der man ist. Wäre das dann aber nicht eine große Hypothek für die Werteunion, Herr Professor Otte, wenn Sie waren ja auch Vorsitzender der Stiftung, der parteinahen Stiftung der Da muss ich AfD und könnten korrigieren, das da. wird immer gern gesagt. Ich war Vorsitzender des Kuratoriums. Ich hatte also keinerlei Entscheidungsfunktion und nichts. Das Kuratorium ist ein Beirat aus Wissenschaftlern. Wir haben dann auch ein Buch rausgegeben. Da sind auch vier weitere CDU-Mitglieder drin, also zum Beispiel die Angelika Barbe, die Bürgerrechtlerin, der Pater Ockenfels, auch der
Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau. Wir waren also vier CDU-Mitglieder in diesem 30-köpfigen Kuratorium, ein wissenschaftlicher Beirat. Wir wollten uns um Zukunftsfragen kümmern für das Land, um wissenschaftliche Fragen. Und ich bin dann raus, als mir das zu politisch klein-klein wurde, als wir das Konzeptionelle etwas aus den Augen verloren haben, habe ich dieses Kuratorium verlassen. Und das kann man auch nachlesen. Aber ich habe da keine Entscheidungsfunktion gehabt und nichts. Also sicherlich kann das der ein oder andere als Hypothek sehen. Damit muss ich leben, aber ich bringe, glaube ich, so viele Assets mit. Jeder hat Hypotheken und Assets und meine positiven Seiten, die ich einbringe, meine Standfestigkeit, meine Erfahrung, meine Zeit, meine Unabhängigkeit, mein Verständnis von demokratischen Prozessen in Parteien, dass ich mit der Muttermilch oder Vater, an der Vaterbrust, wie auch immer man das sagen darf, an Vaters Brust gelernt habe oder auf seinem Schoß. Das bringe ich mit und das ist was ganz anderes, eine Partei oder eine parteinahe Gruppierung zu moderieren, zu führen, als ein Unternehmen. Ich habe ja mehrere Unternehmen aufgebaut. Ich glaube, ich bringe das mit und deswegen glaube ich, dass ich sehr viel einbringen kann und dass die Stärken bei weitem die Schwächen überwiegen. Ihre Kritiker werden aber sagen, Sie machen damit die Werteunion angreifbar, wenn man dann sagen kann, Sie hätten einen AfD-Stallgeruch. Ich hätte einen AfD-Stallgeruch. Ich bin seit die Kritiker, 1991... bei uns wird ja auch Herr Maaßen zum Antisemiten erklärt. Also ja, Maaßen ist Antisemit. Das hat übrigens der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg durch die Hintertür bei mir versucht. Es werden alle in irgendeiner Form unfair und unsachlich diffamiert. Ich lasse mir das nicht anbinden. Ich lasse mir dieses Odium nicht anbinden. Stallgeruch. Ich bin seit 1991 in der CDU. Ich bin seit 84 in der Begabtenförderung der Adenauer Stiftung gewesen, also über mein ganzes Studium. Ich habe mit 12 Jahren 1976, 77 meine ersten CDU-Flyer verteilt. Ich werde diese Partei auch niemals verlassen. Da muss man mich entweder ausschließen oder mit den Füßen voraus heraustragen. Denn die CDU wird gebraucht, egal wie die nächste Zeit aussieht. Ich befürchte das Schlimmes. Wir kämpfen natürlich für eine gute Lösung. Aber gerade dann, wenn es die Wahl, sagen wir mal, nicht so gut ausgehen sollte, werden Menschen gebraucht, die das Ding wieder aufbauen. Und da glaube ich, mal einen Beitrag leisten zu können. Das war jetzt eine sehr mutige Aussage, dass Sie gesagt haben, Sie werden die CDU nie verlassen, weil wir wissen ja nicht, wie weit die CDU noch vergrünert wird. Also da müssen Sie sich dann dran messen lassen, wenn sie ganz grün wird. Ja, aber die kann ja noch grüner werden. Aber ich meine, es gibt ja, dann muss eben irgendjemand sagen, Max Otte, du mit deinen bürgerlich-konservativ-freiheitlichen, sozial-marktwirtschaftlichen Werten passt nicht mehr in diese Partei. Wir sind eine ökosozialistische Funktionärspartei geworden. Wir wollen dich ausschließen. Das passiert ja im Moment wieder bei einem prominenten Zeitgenossen in einer anderen Partei. Und es ist ja mit Sarrazin passiert. Sowas kann ja passieren, aber vorher gehe ich nicht. Sind Sie ein Rechter, Herr Professor Dr. Otte? Ich bin ein Konservativer im Sinne von Jordan B. Peterson. Das heißt, dass für mich gewachsene Strukturen, Unterschiede wichtig sind. Das habe ich auch von meinem Vater. Das heißt, dass wir diese Strukturen, ob das die Kirche ist oder ob das die Familie ist, dass wir auch gewachsene Hierarchien ein Stück weit respektieren müssen. Da gibt es auch viel Unsinn, vieles zu kritisieren. Aber kritisieren ist leicht, aufbauen ist schwerer. Also gleiche Rechte kann man immer fordern. Mittlerweile fordern wir nicht nur gleiche Rechte, sondern wir haben den Irrsinn, dass wir Sonderrechte für kleine Gruppen fordern. Wir wollen sie aktiv bevorzugen. Und das geht schon mal gar nicht. Aber selbst Strukturen aufgrund gleicher Rechte zu zerstören, ist leicht, aber dann funktionierende Strukturen wieder aufzubauen, ist sehr viel schwieriger. Deswegen geht der Konservative sehr, sehr sorgsam mit dem um, was wir ererbt haben, unsere Kultur, unser Bankensystem, auch unsere Religion, was auch immer. Das sind für mich Werte. Werte, die sich erstmal über die Zeit bewährt haben, die nicht ewig sein müssen, die man auch kritisieren kann. Aber die zunächst einmal dastehen und sich bewiesen haben. So, und das wird heutzutage als rechts bezeichnet. Also bin ich wohl einer. Nehmen wir mal zum Beispiel, ich singe ganz gerne alte Lieder der Wanderbewegung aus den 20er Jahren. Diese Lieder, ich glaube, wenn heute jemand diese Lieder öffentlich singen würde, wäre der schon fast völkisch. Aber das ist Quatsch, denn diese Lieder sind aus der bündischen Jugend. Und die bündische Jugend ist unter den Nazis verboten worden, verfolgt worden. Viele sind ins Gefängnis gekommen, weil sie eben Freigeister waren. Also Lieder wie
Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer von Alf Schiesche. Das sind bündische Wanderlieder. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit den Nazis zu tun. Im Gegenteil, es waren Gegner der Nazis, es waren Freigeister. Und so werden Begriffe umgedeutet und da möchte ich mich ein Stück weit widersetzen. Ich habe ja auch ein Buch gerade geschrieben, Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Notizen aus einer anderen Zeit, meine Jugenderinnerungen, da kann jeder nachlesen, wie ich aufgewachsen bin, was mich geprägt hat. Ich wollte offenlegen, hat mir viel Spaß gemacht. Ist natürlich eher ein Buch für Leute, die sich wirklich dafür interessieren, aber es hat mir viel Spaß gemacht und mal schauen. In Ihrem Wikipedia-Eintrag stehen ja nun sehr unschöne Dinge. Sie haben auch schon gesprochen von den Anfeindungen. Wie gehen Sie damit um? Wikipedia ist eine Sache, die schmerzt. Da gibt es ein Denunziantenkartell, das dann, also man müsste in diese Regeln von Wikipedia einsteigen. Es gibt ja eine Dokumentation, die dunkle Seite der Wikipedia, die hatte viele hunderttausend, wenn nicht eine Million Aufrufe, wurde dann gelöscht von YouTube. Sie ist noch verfügbar hier und da im Netz. Wikipedia ist ein ganz fürchterliches Medium, was dazu führt, dass Menschen der Zeitgeschichte wirklich denunziert werden, weil Wikipedia sehr kompliziert, sehr geheimnisvoll funktioniert. Man darf also die Leute, die die Artikel bearbeiten, müssen anonym bleiben, was natürlich gerade zur Denunziation einlädt. Und dann zählt auch nicht, was man selber sagt, sondern es zählt vor allem, was andere über einen sagen. Und dann kann man natürlich alles Mögliche sagen und schwupps, auf einmal steht es drin. Ich habe tatsächlich mich ausbilden lassen, sodass ich einige der schlimmsten Auswüchse vielleicht korrigieren kann, aber es bleibt eine Dauerdenunziation dieses Medium und es ist ein Angriff auf die Integrität der Persönlichkeit. Es geht nicht nach normalen journalistischen Kriterien der Integrität, sondern nach den Wikipedia-Regeln und die sind leider geradezu wie gemacht dafür, Menschen zu denunzieren, ins Abseits zu stellen. Ich muss damit leben, es ist unschön, es ist eine schmerzende Wunde, aber ich kann es nicht ändern oder nur begrenzt. Ich lese meinen eigenen Beitrag gar nicht mehr und diese Methoden erinnern mich in vielem an die DDR und an die Zersetzung, weil wenn ich andere lese, da wird dann geschaut, ob er irgendwann mal irgendetwas gepostet hat, was ein anderer also gepostet hat. Also es sind wirklich Methoden wie aus dem Lehrbuch der Zersetzung und des Rufmordes. Dazu vielleicht zum Thema politische Polizei. Mein ehemaliger Kuratoriumskollege Ulrich Vosgerau, der hat ja in seinem Buch Die Herrschaft des Unrechts darüber geschrieben, dass die Medien oftmals die Funktion der politischen Polizei übernehmen. Sie können spitzeln, denunzieren und so weiter, was Staatsorgane nicht unbedingt dürfen, weil sie doch noch etwas mehr an Recht und Gesetz gebunden sind. Und neulich rief mich ein sogenannter investigativer Journalist an, auch ein Bekannter, der war dann ganz pikiert, als ich das sofort auf Twitter stellte. Ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen. Mögen die das nicht? Und er sagte mir dann, kennen Sie einen Tom sowieso? Ich sage, nee, kenne ich nicht. Und er sagte, aber Sie haben doch mit seiner Vermittlung am so und so vielen Oktober 2013 oder 12 bei den Wirtschaftsjunioren dort und dort gesprochen und da war auch keine Presse zugelassen. Ich sage, tut mir leid, ich habe 80 Vorträge im Jahr gehalten, weiß ich nicht mehr. So, ich habe den Menschen erst, ja, und dann haben sie übrigens noch mit Wolfgang Bosbach und diesen Menschen zusammen auf einem Podium gesessen. Ich habe gesagt, sorry, ich hatte damals 80, 90 Vorträge im Jahr, das hat alles meine Assistentin gemacht, weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Und ich konnte ihn dann beruhigen, indem ich ihm einen Auszug aus meinem Kalender geschickt habe, wo meine Assistentin handschriftlich den Termin eingetragen hat, dass ich wirklich mit der Person nichts zu tun habe. Aber Sie sehen, wie engmaschig das Netz der Überwachung ist. Da braucht man gar keine Stasi mehr zu heutzutage. Das machen die investigativen Journalisten, die also eigentlich die Mächtigen untersuchen sollten, die aber die Opposition untersuchen im Land, die also uns unter die Lupe nehmen, wo Sie viel besser mal das erste Leben der Angela Merkel untersuchen sollten oder die Maskendeals, die so der eine oder andere Abgeordnete gemacht hat oder dies oder jenes. Aber das scheint nicht mehr die Hauptaufgabe des investigativen Journalismus zu sein. Oder die Connections von Joe Biden in die Ukraine, all das sind ja wichtige Themen für investigativen Journalismus. Das ist eigentlich genau die Vorhersage, die Bärbel Bohley gemacht hat, die große DDR-Dissidentin, die ja gesagt hat, diese ganzen Methoden von Stasi und Co., die werden studiert werden und die werden dann in die falschen Hände geraten und es wird nicht mehr staatlich gemacht werden, sondern es wird, anders formuliert, outgesourced werden. Und ich denke, genau das ist es, was wir heute erleben. Wir haben diese Methoden von damals, auch zum Beispiel der Kampf gegen rechts in Anführungszeichen, wo dann
Unsummen, 1,2 Milliarden an Steuergeldern, dafür verwendet werden, dass dann dubiose Organisationen wie die Stiftung von der ehemaligen Stasi-IM Kahane Menschen wie sie bekämpft und dann auch durch den Kakao zieht. Also es ist eigentlich genau das, was Boley vorher gesagt hat. Sie machen es Ihren Gegnern ja aber auch manchmal leicht. Sie sind ja auch auf einer Querdenken-Demonstration aufgetreten. Das ist ja heutzutage fast so, wie wenn man jetzt so eben als Zitat aus dem Film Leben des Brian Jehova gesagt hätte. Also das ist ja, und ich sozusagen das Höchstmaß an Ketzerei, das man sich heute vorstellen kann. Ja, also diese Querdenken-Demonstration, die wurde mitorganisiert von jemandem aus meinem Dorf. Ich kenne den Mann, er ist Vater von 4 Kindern, ganz kluger Mann. Er ist Hobbygärtner und Imker, also der hat mich gefragt und ich ein ganz toller, engagierter Bürger, der für die Freiheit ist. Und ich habe gesagt, natürlich komme ich und ich habe dann zu Beginn dieser Demo, und das hat ja auch seinen Weg in die Nachrichten über mich gefunden, durch irgendeine Verleumderpostille wieder, also die großen Zeitungen schreiben nicht, aber dieser Artikel in dieser Verleumderpostille, der ist so lächerlich, weil ich habe angefangen mit dem Lied der Bots. Das war Ende der 70er ein großes Lied in Deutschland. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Dann, was jetzt müssen wir schaffen? Jetzt wollen wir streiten. Ganz tolles Lied. Die Band, holländische Band hieß die Bots. Das habe ich gesungen zur Gitarre auf der Bühne. Und in dieser Verleumderpostille steht dann, ja, er fing das fast ja, wander- oder revolutionsmäßig oder wie auch immer an mit einem Lied der Bots. Übrigens wurde das Lied groß gemacht von Dieter Dehm, der heute noch im Bundestag sitzt, für die Linken, der ganz erfolgreicher Musikproduzent war, auch 1000 Mal berührt hat er zum Beispiel geschrieben und so weiter, ein interessanter Mann. So, dieses Lied habe ich gesungen, das kam gut an und dann erdreistete sich dieser Schreiberlink doch nicht zu schreiben. Anscheinend kommt das Lied bei Linken wie auch Rechten an. Ja, klasse. Das wollen wir doch. Also wir wollen doch bei allen ankommen, wir wollen doch... So, aber ja, natürlich ist das ein Angriffspunkt, aber bitte, ich meine, Querdenken war ein positiv besetzter Begriff. Ich kenne viele Leute dort. Natürlich gibt es da auch Menschen, die vielleicht nicht dahin passen, aber die überwiegende Mehrzahl Krankenpfleger, Lehrer, Ärzte, freie Schaffende, also sehr viel freie Berufe, die will man ja auch möglichst unter Kontrolle bekommen und eindämmen. Man will sie alle irgendwie in große Organisationen einbinden. Also das ist eine wichtige Widerstandsbewegung. Übrigens ist gerade ein ganz toller Bildband des Fotografen Alexander Heil herausgekommen über die Querdenken-Demo. Da sind sie, glaube ich, wir beide, oder nicht Querdenken, über den Corona-Widerstand. Ich glaube, da sind sie auch drin, Herr Reitschuster. Toller Bildband, Maaßen ist drin, Vera Lengsfeld, Bakti, also wirklich 50, 60 Personen, die sich diesen Tendenzen, diesen wirklich undemokratischen Tendenzen im Land widersetzen und wirklich gute Personen, Professoren, Mediziner, Staatsrechtler. Ein toller Bildband, der zeigt, wie breit dieses Spektrum ist der Menschen, die das nicht mitmachen wollen, was im Moment in diesem Land passiert. Und das ist auch eine Sache, die ich als sagen wir mal, Voraussetzung für meine Kandidatur gesagt habe. Es gibt, auch als Vorsitzender ist man an die Beschlüsse seines Vorstandes, seiner Hauptversammlung gebunden. Und ich bin da sehr kompromissbereit. Aber ich möchte tatsächlich natürlich das Thema Freiheitsrechte im Zuge von Covid-19 stärker thematisieren. Das sage ich auch deutlich. Wer das nicht will, der darf mich nicht wählen. Und das andere ist das Thema, die soziale Frage in Deutschland, dass es der Mittelschicht immer schlechter geht, ist auch ein wichtiges Thema, weil die Werteunion sehr einseitig wirtschaftsliberal betont hat. Und wir haben aber auch wirklich soziale Fragen im Land. Diese beiden Fragen möchte ich intensivieren im Dialog natürlich mit dem Vorstand, mit den Mitgliedern. Das ist mir wichtig. Jetzt sind Sie etwas unscharf, aber es kommt darauf an, dass die Gedanken scharf sind. Und wir haben leider in Berlin ein sehr schlechtes Internet. Das liegt am gelegten Sozialismus. Man ist sehr gut hier in Unisex-Toiletten und in Frauenpissoirs. Dagegen bekommt man keine Termine auf den Bürgerämtern für Umzugsmeldungen, die man machen muss. Und auch das Internet funktioniert noch nicht so gut. Dafür ist es politisch vorbildlich. Herr Professor, Sie waren ja lange Jahre ein Liebling der Medien, sind durch die Talkshows gereicht worden, Sie waren ein Star und jetzt sind Sie da völlig in Ungnade gefallen. Wie geht man mit sowas um? Es ist nicht schön. Zum Beispiel, was bei Wikipedia drin steht, das steht ja mal auf Dauer drin. Sie lesen es nicht, was auch eine Möglichkeit ist. Ich versuche dagegen anzugehen, auch mit Spezialisten, die wissen, wie man damit umgeht.
Schreibe dann zum Teil meine Artikel um mit Belegen, mit Quellen, was teilweise Erfolg hat. Aber diese Diffamierung über einen selbst zu sehen, ist nicht schön. Also ich war gestern noch im Garten, habe die ersten Kartoffeln gesetzt. In der Eifel hier sind wir sehr spät dran auf 530 Metern. Wir hatten bis vor einer Woche jede Nacht Frost. Einen Monat lang, also wirklich ganz kalt. Also ich bin viel im Garten, ich gehe raus, ich schreibe, ich versuche mir meine Glückserlebnisse zu holen. Aber es kostet Kraft, es kostet Substanz, stehen zu bleiben. Ich denke, ich bin es meinen Kindern schuldig. Wie kam es dazu? War das Ganze ein Unfall, dass Sie so in Ungnade gefallen sind? Oder wie Nein. erklären Sie sich das? Nein, ich hatte, es ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich habe auch als Medienlieb, ich habe mich nicht geändert. Ich war immer konservativ, aber als in der Zeit als Medienliebling, wo ich mich um die Krisen bekümmert habe, das geht ja auch um Massenpsychologie, um Verhaltenspsychologie, Gustave Le Bon, der da der Begründer war, oder auch andere, Ortega y Gasset, Aufstand der Massen, das ich als Jugendlicher schon gelesen habe. Also ich habe mich immer mit diesen irrationalen Phänomenen der Masse schon als Jugendlicher beschäftigt. Also für mich ist der Mensch eben nicht nur ein rationales Wesen, der kann ganz schön dumme Dinge machen. Das ist vielleicht auch eine Haltung, die Konservative haben, also wie Jordan Peterson zum Beispiel auch. Aber als ich dann ich war ja schon im Fernsehen als Aktienexperte 2001, 2, 3, 4, 5 und dann kam eben der Crash kommt, das hat mich sehr bekannt gemacht, da war ich in den großen Talkshows und ich habe letztlich mich zu vielen Themen nicht geäußert. Mein Thema war Finanzmarktkritik. Also ich bin kein Neoliberal-Libertärer, der sagt, der Markt richtet alles. Im Gegenteil, ich glaube, Märkte sind politische Strukturen, der Rechtsstaat. Also die Märkte sind so, wie wir sie ordnen als Marktordnungspolitik. Die Märkte sind, das ist ja für viele Libertäre eine, sagen wir mal, quasi religiöse Denkfigur. Der Markt richtet alles, er hat da quasi Gott ersetzt. Das glaube ich nicht. Wir sind politische Wesen. Es kommt immer darauf an, wie wir unser Zusammenleben, wie wir unsere Märkte regeln. Da habe ich sehr viele Vorlesungen drüber gehalten. Aber ich konnte also die Irrationalität der Finanzmärkte erklären, so verdiene ich ja auch mein Geld. Und ich konnte auch darauf hinweisen, dass es der Mittelschicht schlechter geht. Ich konnte so Dinge machen wie für Finanztransaktionssteuer eintreten, für unsere Volks- und Raiffeisenbanken, was dann bei den Massenmedien, die damals ja noch liberaler waren als heute, wo sie ja wirklich zum Teil denunziatorisch und diffamierend sind, dazu geführt hat, dass man mich wohl im Großen und Ganzen als linksliberal gesehen hat. Und ich habe lange keinen Grund gesehen, das zu korrigieren. Und nach 2015, da fing es dann wirklich an, in mir hochzukochen. Und 2017 habe ich dann ja einen infamen Tweet gemacht, oder was heißt infam, aber einen vielbeachteten Tweet. Und dann war es quasi das Outing, dass ich sage, ich mache diese Zustände nicht mehr mit. Und seitdem, dann ist es ja so, dass ich tatsächlich, ich habe ja in der Wirtschaftswoche gesagt, ich komme jetzt auf schwarze Listen, werde nicht mehr eingeladen. Ich wurde noch zweimal eingeladen. Dann guckte mal, meint er das ernst? Die Zeit, die Wochenzeitung hat einen ganzen Seite über mich gemacht, meinte Otte das ernst? So ungefähr, das war sogar sympathisch. Also der Marc Schieritz, der Journalist, hat wirklich versucht zu verstehen, was macht er da? Also war auch bei mir und hat gesagt, meint er das ernst? Und hat also im Prinzip versucht, aus seiner Brille zu sagen, was macht einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands da? Und hat versucht, mich zu verstehen, hat es trotzdem natürlich nicht ganz verstanden. Aber seitdem ist Ruhe und als man merkte, dass ich den Weg weitergehe, dann fängt natürlich auch die aktive Diffamierung an, bis hin zu dem Thema, dass man mir antisemitische Tendenzen unterschiebt, weil ich gegen die Abschaffung des Bargeldes bin. Also diese gedankliche Konstruktion muss man erstmal hinkriegen. Aber das schafft der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg und darf diesen Mist und diesen Müll und diesen menschenfeindlichen Müll auch im ZDF Morgenmagazin verbreiten, unwidersprochen. Und jetzt gibt es eine große Initiative der Stiftung Hambacher Fest, man wolle das Hambacher Schloss nicht mehr irgendwelchen Populisten überlassen. Das wird dann natürlich auch breit verbreitet, gestreut mit meinen Steuergeldern, ohne dass ich in irgendeiner Form die Chance habe, darauf zu antworten. Also bis auf unsere Medien, aber natürlich nicht in den Mainstream-Medien. Also so wird Widerspruch niedergebrüllt und erstickt. Aber es gibt ja auch andere Widersprüche. Sie haben es schon gesagt, Sie sind ein Kritiker des Finanzmarkts, investieren aber gleichzeitig im Finanzmarkt. Ist das nicht so, wie wenn ein Pilot über den Flugverkehr schimpft? Über den Flugplatz, nee, nicht über den Flugplatz, sondern über die Regeln, die am Flugplatz herrschen. Finanzmarkt muss es geben, aber ich könnte mein Geld auch verdienen, wenn es kein Micro- und Nano-Trading gäbe, was ich für schädlich halte, wenn die Börse nur eine Stunde in der Woche auf wäre.
was ja alles Dinge sind, die ich sehr sinnvoll finde. Der Finanzmarkt ist aus meiner Sicht hypertrophiert. Da hat sich auch eine große unproduktive Schicht gebildet. Das habe ich auch immer so gesagt. Ich war ja auch Professor, ich könnte mein Geld auch woanders verdienen. Übrigens hat selbst Warren Buffett, ja der größte Investor des 20. Jahrhunderts, würde ich mal sagen, ist ja immer noch aktiv, gesagt, dass die Finanzmärkte irrational wären. Er sagt, dass er zu wenig Steuern bezahlt. Also ich kann ja Kritiker sein, ich versuche mich an die Gesetze zu halten. Ich mache alle, also wir investieren nur in Aktien, in Anleihen und Gold, nennen das Reinheitsgebot. Wir machen keine Derivate, ich mache auch keine Aktien, wo Waffenhandel ist. Ansonsten machen wir alles, weil ich sage, sonst müsste man die Gesetze ändern. Wenn etwas gesetzlich ist, mache ich es auch. Aber ich könnte sehr gut leben, wenn wir strengere Regeln am Finanzmarkt haben. Ich gehöre nicht zu denen, also ich fordere auch diese strengeren Regeln. Das kann man ja auch, und solange es die nicht gibt, bewege ich mich im Rahmen der Gesetze. Sie wollten ja schon mal nach Amerika auswandern. Sie haben in Princeton promoviert, waren dort auch lange. Dann sind Sie doch zurückgekommen. Denken Sie jetzt manchmal schon wieder ans Auswandern? Wir haben uns ja kurz vor einigen Tagen darüber ausgetauscht, wie lange wir es noch in Deutschland aushalten. Ich versuche es noch lange auszuhalten, weil ich glaube, dass ich diesem Land schuldig bin. Ich bin ja Anfang der 2000er ganz bewusst nach Deutschland zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, hier ist meine Heimat, ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sagen wir so, ich versuche es so lange auszuhalten wie möglich. Jetzt hat man mir hinters Dorf ein riesen Windrad gesetzt, was natürlich, sagen wir mal, die Freude etwas trübt. Das sehe ich von meinem Haus aus nicht und von den meisten Richtungen auch nicht, aber in der Anfahrt sehe ich es, das drückt die Freude hier ein bisschen an der schönen Natur. Aber es ist gut zu wissen, dass man könnte, dass man also auch noch den Schutz Amerikas hat. Ich zahle in beiden Ländern Steuern, also ich zahle mehr, als ich nur in Deutschland zahlen würde. Meine Frau ist auch noch Österreicherin. Das gibt mir aber auch die Kraft, einiges hier auszuhalten. Wer jetzt hier, sagen wir mal, Beamter ist oder Angestellter irgendwo und dem Druck seines Unternehmens unterliegt, der kann sich ja schon gar nicht mehr äußern. Wir haben wirklich ein Land der Angst, und dass viele, die voll im Mainstream sind, die merken das nicht. Aber wenn das Allensbach-Institut schon vor ungefähr einem Jahr schreibt, zwei Drittel aller Menschen trauen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit ihre Meinung zu sagen. Ich glaube, das war vor Corona. Dann ist es wirklich, wirklich schlimm, und man muss sich diese Angst eingestehen. Aber dadurch, dass ich theoretisch die Option hätte, also eine Ferienreise jetzt nach Texas, die ist sehr, sehr, die schaut sehr attraktiv aus. Da gibt es keine Beschränkungen. Sie haben gesagt, in Russland sind auch die Beschränkungen weg. Also wir haben gerade ein Video gepostet, wo wir aus dem Senat von Texas auch ein Hearing posten. Da hat ein Senator einen Gesetzesantrag eingebracht, dass kein Mensch aufgrund seines Impfstatus diskriminiert werden darf. Das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir natürlich auch, dass die Werteunion für so etwas steht. Also egal, ob geimpft oder ungeimpft, ich kann überall hinreisen, ich kann überall hingehen. Ich darf nicht diskriminiert werden. Der Eingriff in meinen Körper ist meine Entscheidung. Man darf mich nicht dazu zwingen. Das würde ich mir wünschen. Zum Schluss nochmal zurück zur Werteunion. Wissen Sie schon, wann die Abstimmung ist und wer die anderen Kandidaten sein werden? Ja, voraussichtlich ist die Hauptversammlung am 29. Mai. Und es gibt einen Kandidaten, den Herrn Pfeiffer, der ist Landesvorsitzender in Berlin. Es gibt eine Kandidatin, Juliane Ried, die ist im Landesvorstand Bayern engagiert. Es gibt einen Herrn Radke, den kennt man noch nicht so recht. Der war auch auf einigen Vorstandsrunden, der ist relativ frisch dabei. Das sind die vier Kandidaten. Ja, dann wird das spannend, und vielleicht machen wir dann das nächste Interview schon mit Ihnen als Vorsitzender der Werteunion. Aber Sie haben es ja auch schon gesagt, austreten werden Sie in keinem Fall. Insofern hängt Ihre Mitgliedschaft nicht davon ab, ob Sie das Rennen machen oder auch nicht. Ich würde natürlich auch die anderen Kandidaten unterstützen, wenn sie das wollen. Ich kann mir vorstellen, dass unter einem der Kandidaten die Werteunion einen sehr sanften Kurs fahren wird. Wir werden das sehen. Meine Unterstützung haben Sie, wenn Sie es werden sollten. Ich kämpfe natürlich dafür, dass ich es werde. So, und jetzt ganz zum Schluss, Sie können das besser machen als ich. Vielleicht nochmal in einer halben Minute jeweils die neuesten Bücher vorstellen, denn Sie sind ja sehr, sehr produktiv als Autor.
Ende 19 Weltsystemcrash, 600 Seiten Standardwerk, ganz viele Sachinformationen. Dann natürlich Anfang 2021, die Krise hält sich nicht an Regeln. Ein leicht verdauliches Fortsetzung von Weltsystemcrash inklusive Corona-Covid, also eine Aktualisierung, sehr viel kürzer. Und jetzt auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Notizen aus einer anderen Zeit, meine Kinder- und Jugenderinnerungen und eine Diagnose des Zustandes des Landes damals und heute. Ich kann die Bücher sehr empfehlen, habe sie alle gelesen und wie gesagt, alles andere als langweilig, wenn auch nicht immer zuträglich einem gesunden Nachtschlaf, muss man dazu sagen, bei den Prognosen. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, der Realität in die Augen zu schauen, als sie zu verdrängen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wünsche Ihnen alles Gute, Grüße in die Eifel und lassen Sie sich nicht ärgern von den Windrädern. Ich kämpfe ja gegen Windräder, wenn auch gegen Windmühlen, sagt man mir immer nach. Vielleicht sollte ich diesen Kampf noch ausweiten. Don Quixote, der erste wirklich große Roman der westlichen Literatur und es ist eine tragische Figur. Hoffen wir, dass wir keine sind, sondern dass wir am Ende die Windmühlen zum Stillstand bringen bzw. unseren Sieg oder uns durchsetzen können. Das ist ein schönes Schlusswort. Alles Gute, danke und schauen Sie wieder rein. Abonnieren Sie meinen Kanal, abonnieren Sie den Ersatzkanal und schauen Sie vor allem auch auf meine Seite jetzt im neuen Gewand. Alles Gute, danke, Grüße aus Charlottenburg. Reich, du hast du dich.